Das ist schlimm, Digga. Bist du denn? Akkord. Der Verkrüppler. Das ist ja auch mein Name. Wasser hier, das ist ja immer geil. Ich mag das Setting irgendwie, ich mag dieses Level deutlich mehr als das davor. Es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu dunkel. Hurle, beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht, das ist nur, was die Sklaven immer sagen, wenn sie gerade nicht um ihr Leben flehen. Wupp. Da war doch... Der Waldläufer! Holt ihn euch! Oh nö, wo ist der Typ denn hingelaufen? Die anderen waren, das finde ich aber gar nicht lustig. Einer verrückt, ist am Feuer! Schnell! Habt ihr das gehört? Das ist ja unter mir. Really? Dieser Uruk wurde erschlagen! Wie sind die da hingekommen, Mann? Du zu mir? Nee. Zack. Erstmal töten. Ah, ich muss sogar hier hoch. Hm. Hinrichtung. Frieden für eine Rivalen, ihre Staatsführung bestätigt sich 4 Uruks mit Freuden als Henker. Bin ich eingebunden, verlangt der Henker Macht. Wer hängt denn jetzt wen? Wahrscheinlich der Aschbacker den Gimub. Ja. Wie viel Ärger du uns gemacht hast! Dafür töte ich dich! Lass mich los! So. Gimo, was hat der für Schwächen? Kampftodesstöße. Das ist ja relativ easy. Was hat der für Schwächen? Nicht so viele. Also muss ich den töten. Der hat auch Haufen Ohren um sich rum, ey. Wieso guckt ihr nach hinten, Leute? Halt! Ich habe etwas gesehen! Lugt mich ja nicht voll! Der Meister! Auf ihn! Nicht her und stellst dich hinten an, hm? Das macht's mir leichter. Ja! Wenn ihr ihn schwächt. Vergiss das, Waldläufer. Dafür bleibe ich nicht hier. Wir sehen uns. Hinrichtung gelöst. Ja, toll. Aber wir sind mindestens einer davon weg.
Servus. Meins. So. Wir hatten vorhin noch einen irgendwo. Zack. Ja, das ist immer der Geilste, finde ich, von allem. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir aufnehmen kann. Habt ihr das gesehen? Das war doch ein Mensch. Oh, nehmen wir einen Artefakt mit, wenn wir schon mal hier sind. Hab ich da gerade etwas gehört? Pfeilkrautbeutel. Die Macht mit dem Beuteltor, wenn er wäre fast ins Feuer gefallen. Ach, das alte Ding. Zeit, den Lumpen loszuwerden. Er hält kaum das Pfeifenkrauttor. Es mag ein Lumpen sein, Bruder, aber ich werde ihn so lange als Erinnerung an unsere erste Jagd behalten, bis er zu Staub zerfällt. Erinnerst du dich, wie wir vor fast 60 Jahren diese große Spinne durch den Düsterwald verfolgten? Wie wir sie dann mit einem Lehmköder hervorlockten? Ja, aber warum muss ich immer der Köder sein? Du hast so etwas an dir. Dinge wollen dich töten. Es ist wie eine Gabe. Aber Torvin, dies war deine erste Beute. Unsere gemeinsame. Dadurch wurdest du zum Jäger. Er wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Warum muss ich immer die Beute sein? Ist das schon bei einer abgeschlossenen Aufziehung oder Brandmauer? Das kommt halt wieder her. Okay. Könnte man sich mit Kampfbrandmarken sozusagen heilen? Ich dir heil dabei, wie er das Pfeifenkraut paffte. Er hatte die Vorratskammer geplündert und eine ganze Wochenration aufgebraucht. Die Gedanken und Gelüste der Menschen sind ein Geheimnis für mein Volk. Hupapa. Zweites unglücklicher Totenkopf. Woran sind wir unglücklich? Bitte, meine Frau. Ja, die Urg haben schon gesagt, dass du ständig von mir brabbelst. Sag uns, was wir wissen wollen. Wo sind die Banditen? Wo sind deine Freunde? Ich muss sie sehen. Ich muss. Ja, deine Frau. Also nochmal, es ist ja schon länger her. Die körperlichen Schmerzen deiner Folter mögen ja vergehen, aber es wird für immer in deinem Herzen wehtun. Dieser Verlust ist wie eine eiternde Wunde. Du hast genug Folter ausgehalten. Jetzt ist es an der Zeit, dein Leiden zu beenden. Deine Frau wartet auf dich. Verdammt seist du! Sie sind in den Wäldern. Den versteckten Wäldern. Bring den ja weg. Aber du hast gesagt... Ja, unser Versprechen. Du wirst deine Frau wiedersehen. Deine schon lange tote Frau. Sei dir gewiss, dass du deine Freunde verraten und zum Tode verurteilt hast für eine schwindende Erinnerung, einen nutzlosen Wunsch. Und sei dir auch sicher, dass wenn du wieder mit deinem Weib vereint bist, wir deinen Schädel als Symbol für die Unabwendbarkeit unseres Willens tragen werden. Und jetzt fort mit dir, deine Frau wartet schon. Na, das ist ja mal super. Jetzt ist mir auch klar, warum der Schädel unglücklich ist, oder Totenkopf unglücklich ist. Allerdings ist mir trotzdem unklar, warum wir das in dem Totenkopf sehen. Nimm doch den Übergang. Tragischerer Schicksale als des unseren. Schicksale derer, die jegliche Hoffnung auf Erlösung aufgegeben haben. Wir teilen dieses Schicksal nicht. Feuer
Und noch eins. Wir haben das direkt das dritte. Der Anführer sagt, es ist Zeit für eine Jagd. Ork-Dolch. Aha. Du wurdest zurückbeordert? Genau. Nach Osgiliath. Sie verbrennen dort die Leichen. So schlecht steht es also? Viel schlechter. Wir haben Dothan aufgegeben, entweder an die Orks oder die Ausgestoßenen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was schlimmer ist. Und hier haben wir bei weitem nicht genug Männer. Truppen von der Größe zweier Regimenter wurden nach Hause beordert. Dutzende weitere sind krank geworden. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Wir werden unsere Schwäche nicht mehr lange verstecken können, egal wie oft wir die Patrouillen wechseln. Die Orks haben uns bestimmt schon gerochen. Die werden im Mordor schon ganz ungeduldig. Hier, sieh dir das an. Oh, was für eine Klinge. Wo hast du die her? Von einer Ork-Patrouille. Ich dachte, der wird sie eh nicht mehr brauchen. Behalte sie. Mhm. Mir ist noch nicht ganz klar, wie das alles zusammengeht. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist der Geist Mordors. Das Messer im Rücken. Sie erledigen die Arbeit für uns. Was sie verbindet, ist ihr Hass auf die Menschen und ihre Unterwürfigkeit gegenüber ihren Herren. So. Gibt's den immer noch? Den habe ich schon, den Brandmarker. Den da brauche ich noch. Der ist komplett auf der anderen Seite ist. Typ. Machen wir hier doch nochmal das. Der Grabwandler versucht seine Hexenkünste an dich. Diese Menschen haben ihren Herrn fauliges Fleisch serviert und mussten es zur Strafe selbst verspeisen. Rettet sie, bevor ihre Krankheit sie erledigen. Benutze, um Karagox und Uruk zu töten. Wenn ein Uruk im Kampf stirbt, dann hat er den Sieg einfach nicht verdient. Na toll, 2 Minuten. Ja, muss ich mir mit dir die Dingens machen. Was du mit dem Essen gemacht hast. Und dann werden wir dasselbe mit deiner Leiche anstellen. Au! Willst du uns wirklich alle retten? Dann gib nicht auf. Wie weit muss ich denn? Meine Güte. Das Fleisch war verdorben. Es war voller mieser kleiner Würmer. Das hört sich nicht gut an. Ich will doch daran losschneiden, das will ich die ganze Zeit. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Krieg mal ein neues nehmen. Wir haben 2 Minuten, von einem zum anderen zu kommen. Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren.
Ist da jemand am Herd? Er ist auf einer Bestie! Oh. Das war natürlich nicht so eine geile Aktion. Wo der mit allem fertig ist hier. Ausschneiden. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. Ich selbst töte dich. Verlasse die Schatten. Kämpfe für mich. Nein, nicht fliehen. Nicht den. Au, au, au! Ich will das losschneiden. Ich will das losschneiden! Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Na geil. Jetzt wird's ja herrlich. Ganz sicher. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Zack, 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 zack. Geilomatico, wie weit muss ich denn hier laufen? Oh shit, ey, ohne Karagos ist echt übel. Wenn ich befördert werde, will ich einen Trupp aus Jägern leiten. Uff, 1:11 noch. Ja, ich bin noch nicht mal da. Mir passt der Gestank dieses Menschenabschaums nicht. Für mich riechen sie nach Abendessen. Was war das? Ah, falsche Taste losgelassen. Komm schon! Lass uns kämpfen! Sehr gut, geschafft. Sie mit fauligem Fleisch vergiften, doch dann zwang sie uns es selbst zu essen. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Jetzt bin ich durch die halbe Map geflitzt deswegen. Ja, momentan nicht möglich. Na ja, gut, dann tschüss. Vielleicht da jemand Habe ich eigentlich jemanden da oben? Natürlich auch dem sagen, er soll den angreifen. So mache ich eigentlich den erstmal. Da habe ich schon beides. Da habe ich den und den schon. Ich bin auch ein Trottel. Ich bin richtig schlau, muss ich mal so feststellen. Hopp.
heraus, indem du seine Unterstützer im Kampf hinrichtest. Kampfhinrichtung also? Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Wieder rüberkommen. Boah, ne, hier kann ich einfach hinlaufen. Da hat's geruckelt. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Uruks springen, sind nichts weiter als stinkende Gerüchte. Das war ein Shit. Zack, 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 zack. Oh shit. Das war nicht ganz so schlau. Davon zu laufen. Irgendwie passt das schon. Ich werde dir nämlich durch ganz Mordor folgen. Dich wollte ich noch. Mein Kopf abgeschlagen. Weg mit dir, du nichts nutzt. Na gut. Zack, 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 zack. Was machst du denn hier? Oh, fuck it. Nicht den. Muss jetzt wieder bewegen. Ah, nicht den. Den da, genau. Freudentanz auf deinem abgeschlagenen Kopf aufführen. Da ist der Ghoul-Fänger gestorben. Wer auch immer, das habe ich glaube mal irgendwann vorher. Dafür wirst du büßen. Nächstes Mal töte ich dich, Abschaum. Wo ist er denn? Wo läuft 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 er denn?
Immun gegen Fernkampf. Geh Mob entkommen, das ist so geil, die gehen in einer Ecke, plupp, doch, weg. Jetzt sind sie ja nicht mehr, ne, jetzt siehst du ja nicht mehr. Was hat denn der eigentlich für... Wow, was machst du denn hier? Willst du mich verarschen? Natürlich. Natürlich. Mach ich das jetzt weg? Du glaubst, du bist stark. Du weißt nichts über Stärke. Hab deutlich mehr gejagt als du. Ich drück X. Nein, ich greif nicht an. Du hast keine Vorstellung von meinem Können, Waldläufer. Museerjäger beherrscht. So. Wenn der Tag versucht, sich auf mich zu stürzen, wird er es bereuen. Eigentlich wollte ich mal wissen, was der da für Schwachstellen hat. Sorg. Kampf zur Zerstörung, Explosion. Was machen die denn da unten jetzt? Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakuga kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann musste ihn von seinem Leid erlösen. Du dienst dem leuchtenden Herrn. Bluten müssen. Nein, so nicht. Doch. Denkst du, ich hätte den schon vergessen? Bezwingst mich nicht. Ich würde schon sagen, beherrschen. Perfekt, hab meinen. Der Brandmarkt. Jeder Bürger dieses Stammes kennt seine Pflicht. So, den da würde ich jetzt gerne mal einsammeln. Und wird sie erfüllen, wenn ihr leben will. Hopp, 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 alla. Diese widerlichen Orks können mich hier nicht. Vorsicht! Ah, jetzt kann er. Ah ne, gebrandmarkt. Deswegen kann er ergriffen werden. Ein stinkender Verräter! Schleicht da jemand umher? Hä? Wieso kämpfen die jetzt? Kämpfst du denn jetzt, du Bob? Bist du behindert? Kann ich beherrschen. Nützt mir das? Befehligen. Achso, ich muss immer erst beherrschen und befehligen. Dient einem Häuptling als Leibwächter. Du kannst befehligen, einen liebigen Hauptmann zu ermorden, einschließen eines Herrn oder ihn als Leibwächter und einschleusen. Okay. Verraten. Neuer Machtkampf geschaffen. Er zu urteilen, wie das, was er gesagt hat. Mogai fliegen, Explosion, Kampf, Todesstöße.
können so den markieren, glaube ich, da. Ja. Wo muss ich hin? Da. Auf hier komplett andere Seite natürlich.